We tear into the ground, shut out all sights and sounds, kill our senses in the dark. Was wir haben eigentlich fast alles, was hier steht, tatsächlich vertont in irgendeiner Form. Also verwendet. Also ich habe mir mehr überlegt, wann ich brauchen würde. Wenn ich mal wirklich einfach gerne ein paar Tage jetzt auch ein bisschen vor mir haben und ausprobieren. Und das Setup haben wir uns schon recht überlegt. Du hast mir einfach mal gesagt, du möchtest gerne mal mit deinen Orchesterinstrumenten, Schlagzeug, Sachen ausprobieren. Und darum haben wir dann so viele Sachen zusammengefahren, also rausgefahren, gebracht, mitgenommen. Also ich persönlich habe mir gar nicht irgendwie, ich habe das probiert, ein bewusst zu machen, nicht irgendwie mega Erwartungen zu haben oder so. Weil es auch ein Kontext ist, der, glaube ich, für, sicher für uns beide, ich weiß nicht ganz genau, wie es bei euch ist, aber auch so zu arbeiten, total neu war. Und so ein bisschen Ergebnisoptimierung durch Erwartungsreduktion. Aber es ist, ja, hat besser funktioniert, als es je gedacht hat. So. Voll. Ja, wir sind mega effizient. Brutal. Muss immer noch. Das ist eigentlich nur am Arbeiten. Mhm. So. Aber nicht, dass ich es jetzt streng wird finden oder so, oder unangenehm. Oder es ist wirklich so eine Vorbereitung auf den nachher, was man auf dem Video macht. Das war der erste Moment, wo ich gefunden habe, ja, eigentlich es lese, um noch mehr experimentieren, noch mehr Songs machen. Weil es irgendwie so, ist auch schnell. Wir sind mega schnell gewesen, irgendeine Idee ist da und haben gerade was können umsetzen. Mhm. Ja, es hat eh gut geknistert. So. Mhm. Also man jeden Tag einen Song macht, schlussendlich. Mhm. Ja. Also Selina. Also kommt es nach dem Dachpass. Ja. Dann weiss ich es später. Im Alltag ist einfach ein bisschen Arsch. So, ja. Für Kreativität. Das ist auch ein bisschen eine Erkenntnis aus dieser Woche, dass man immer mal wirklich so einen Raum hat und Zeit hat und wirklich für das da ist, dass es teilweise viel einfacher geht, als man vielleicht gemeint hat oder wie es halt im Alltag ist oder für die eigene Band, dort sich irgendwie einen Raum zu suchen oder so, wo man dann das umsetzt und knurzt und sucht und nichts ist irgendwie gut. Und vieles da ist einfach so ein passiert, weil ich glaube einfach wieder Rahmen, das es so erlaubt hat. Mega geil. Man kann halt auch so ein bisschen aus seinem Konzept rausgehen. Mhm. Also ich glaube, ihr als Band oder wir als Band, das steht ja schon ein bisschen für etwas und das schränkt ihn halt auch ein bisschen ein. Mhm. Stilmittel von uns und aber auch von ihnen und ich glaube, das hat sich eben auch sehr gut ergänzt jetzt in unserem. Es ist jetzt nicht so, okay, es ist quasi, man macht den Asbest-Song und man macht den Lord Kessel in den Drums-Song, sondern es hat sich recht organisch irgendwie einfach verbunden. Ja, wir haben glaube auch nie uns, also jetzt, wenn eine Idee da war, dann, ist auch nicht, dann sind wir einfach gerade drauf los. Wir haben jetzt nie am Anfang das Gefühl gehabt, wir müssen schon wissen, wie gut das da wird. Da habe ich auch alles gefunden, gar nicht. Gar nicht ewig suchen, bis etwas mega Geniales kommt, sondern einfach irgendwie kommt. Die paar Töne jetzt mal am Anfang, da kommen wir mal rein. Und dann passiert eh etwas. Es ist mega viel Vertrauen, dass irgendetwas dann schon gut wird.
ja, neben alle vier irgendwie mitdenkt und irgendwie probiert weiterzuspinnen, was am Kleinen schon vorhanden war. Und, ja. Wir haben immer gefunden, da kommen jetzt da düstere Traurige, haben wir jetzt machen wir etwas schneller. Also, wir haben uns immer auch so ein bisschen auf etwas gestürzt, wo jetzt extra gerade ein bisschen anders ist als da, wo wir gerade herkommen. So gesehen ist es, glaube ich, eine recht weite Reise, aber düster und eher hässig. Aber auch lieblich. Es hat, ja, einmal geht ein bisschen die Sonne auf, aber sonst ist es schon eher Winter in Island. Wir haben einen Popsong geschrieben, das ist ja schon auch noch. Ja, wir haben eigentlich auch nie wirklich Songs geschaffen, sondern so Parts. Und dann ist aber schnell ist wieder eine Idee, wo man herren könnte, und dann hat man es einfach gemacht. Wir sind ja schon eher Reisen als Songs, also A, B, Stoffe, Löffel. Aber das war auch besonders geil, halt in so einem grossen Raum so viel Platz zu haben. Das haben wir wirklich noch nie gemacht und noch nie können. Einfach auch nicht müssen, wenn man eine Idee hat, zuerst alles aufbauen und aus dem Gestell holen, sondern es steht alles da und wir haben wirklich einfach auch so instant-mässig können alles checken. Das habe ich extrem schön gefunden, also, dass die Wege so kurz waren. Ein mega Spielplatz. Ja. Spielweise. Ja, und du bist irgendwo her und hast mal was gedruckt und dann hat es irgendwie gesagt, hey geil, oder nein, komm, das ist irgendwie das Kinderlied oder was auch immer. Aber so, dann ist man halt irgendwo anders her und hat es dort nochmal gemacht oder etwas, oder ist was anderes gekommen. Das ist schon lesen, so viel Platz, schon mega cool. Und so viel Zeit. Ja. Also das fand ich extrem befreiend gefunden, einfach zu wissen, wir haben immer um 12 Uhr getroffen, bis um 12 Uhr zu oben, einfach 12 Stunden Zeit haben. Und da hat man wirklich auch, wir haben ja teilweise auch schon einfach 3 Stunden uns Zeit genommen, an einem Teil zu arbeiten. Oder? Ja. Fahrlässig sind wir schon nicht. Nein, es war ja meistens auch so, gewesen, wenn irgendwo, wenn wir vielleicht die Elektronik rumgeschraubt haben, haben die irgendwie Songs geschaffen oder wir haben was ausprobiert. Und es hat so. Hat immer irgendwie, wenn man sonst einfach mal her sitzen oder finden, hey, komm, mach mal vorwärts, ist mir irgendwo etwas anderes ausprobieren. Und das ist schon mega schön gewesen. Also, es ist auch so viel nebenan noch passiert. Also, mir war nie langweilig gewesen, oder? Aber auch nie, ich habe auch nie als Katz empfunden gleichzeitig. Nein. Wir haben eigentlich keine Pause gemacht. Das ist schon ein unglaublich geschaffen gewesen. Ja, also ich hätte jetzt auch einfach Lust, zum irgendwie ein Kribbeln zu haben. Ich hätte Lust, noch ein paar Songs zu machen auf morgen. Ich habe noch viel den Moment gehabt. Weißt, findest du, ja, komm, jetzt trinke ich mal einen Kaffee, gehe schnell aufs Klo. Dann laufst du so rauf und dann kommt irgendeine Basslinie oder irgendein Synthi-Sound und dann musst du eigentlich gleich wieder zurück, weil ich glaube, findest du, nein, ich will auch. Das war schön.